wirklich durch eine Weltregierung, beziehungsweise in Europa erstmal, wenn die Europäische Union das Gewaltmonopol Genau, bekommen das würde. wollte ich auch sagen. Ein Gewaltmonopol nicht mehr auf Staatsebene. Ja. Was dann natürlich auch wieder zu struktureller Gewalt führen kann, weil die Staaten ein verdammt großes Druckmittel eigentlich verlieren. Und dann ist auch, wenn man schon das Gewaltmonopol abgegeben hat, kann man von Hoheitsstaatlichkeit nicht mehr sprechen. Das stimmt. Und dadurch können einige Staaten, was dann quasi nur noch eine Region wäre, natürlich unterdrückt werden. Yep. Und man hat dann immer noch keinen Frieden wegen der strukturellen Gewalt. Das Und das ist stimmt. ziemlich what the fuck. Ja, das stimmt. Und das wäre ja auch dann der nächste Schritt bei einer Weltregierung. Ne? Auch wenn Leute behaupten, die UN hat eine Art Gewaltmonopol, zu denen möchte ich in diesem Moment einfach sagen, geil! Ja, das zeichnet sich ja auch schon so ab, diese strukturelle Gewalt in Europa. Mit dem BG, nee, EuGH. Da kommt Koscher gern durcheinander mit. Ja. Der uns gerne Sachen aufzwingt. Ja. Nicht nur uns, sondern auch den anderen. Und jetzt die Frage, ne? Wenn die perfekte Welt nicht möglich ist, ob man nicht wenigstens die bestmögliche bauen sollte. Anstrebt, ja. Ja. Trick ist ja auch, man sieht das ja schon in Organisationen wie den IWF, der ist ja der Vorsitzende, der am meisten reinzahlt. Ne? Das ist Amerika. Und schon hat sich die Sache mit Entscheidungsfindung eigentlich schon erledigt. Wie meinst du das? Weil man da diese Abstimmung, die die machen über die Kredite und so, zum Beispiel Entwicklungsländer und die Bedingungen, eigentlich nur noch eine Farce ist, weil Amerika bestimmt, wie das auszusehen hat. Zumal Amerika auch noch und Europa mit den Entwicklungsländern anderweitig in Verbindung stehen. Und wenn das dann so auf Europäischer Union abläuft, und so ist das eigentlich schon gut auf dem Weg, wenn man bedenkt, dass Deutschland 27% der EFSF-Schulden bezahlt, beziehungsweise bezahlen ja nicht, aber bereitstellt, könnte es sich dann im nächsten Schritt, wenn sich die EU zu einer Regierung ausbaut, dann auch so verlaufen, dass gewisse Staaten mehr Ansprüche stellen als andere und diese anderen sich aber nicht mal dagegen wehren können? Ja, das ist true. Das ist auch im Augenblick schon so. Und auf Ebene des Europäischen Parlaments. Weil da ist ja im Prinzip, muss man aber sagen, dass es demokratisch zwangsweise so sein muss. Der die meiste Bevölkerung hat, nicht die Wirtschaftsleistung, sondern die Bevölkerung, muss auch das höchste Stimmgewicht haben. Und da würde ich fast sagen, ist in Europa noch ziemlich undemokratisch. Weil zum Beispiel jeder einen Kommissar stellt und ab 2014 unserer sogar ganz weg ist. Aber Malta hat seinen noch. Und ja, der gleich. Und das Verhältnis von Abgeordneten zu Bürgern in den Kleinstaaten 10-mal so hoch ist wie bei uns. Und das völlig undemokratisch. Weil Um es mit Aristoteles Worten zu sagen, es ist undemokratisch, also selbst wenn man es demokratisch macht, ist immer noch eine scheiße Sache. true, true. Und das ist einfach scheiße. Das ist die Frage, wie man das fair machen kann. Jetzt halt gleich. Man kann dann nur nach der Bevölkerung gehen, das ist eben nach der Menge. Wobei man dann sagen muss, ist es auch Das wieder wieder die unfair. Un ja, weil es die Unterdrückung der Minderheit ist. Oh, ist das scheiße. Das ist eben die Scheiße an Weltregierung. Tiger, was? Ich muss Tiger kurz irgendwas. Irgendwas sagen, mach du was. Ich muss auch dringend auf Toilette, aber. Also, skurriert die sturmfreie Bude und sagt WoW. Sind Sie süchtig? Können Sie bitte kurz meinen Zauberstab holen? Hey, ich komme gleich.
Deine Katze spricht wenigstens noch mit dir. Wenn nicht, ist schon so pisst auf dich. Nee, die pennen einfach nur. Da willst du mit denen schmusen? Wenn du mit denen spielen willst, dann kriegst du eine gewischt. Lass mich doch in Ruhe, du Pisser. Du Scheiße. Welche da? Jupp, ich bin auf der Leitung, guys. Jo, da bin ich wieder. Hallo? Tja, du guys. Jo. Jo. Ja. Wir sind ja immer noch im Dings. Nachdem wir sind in der Bibliothek vom Charon Kloster, ist wieder gegangen. Tja, wie kann das eigentlich sein? Tja. Meine Emotionen unter Kontrolle halten. Wieso mit Weltfrieden? Hat sich das britische Empire auch Gedanken gemacht, dass die sich so als Weltpolizei aufgespielt haben. Wir haben einfach gesagt, you guys, wenn wir es schaffen, 51% der Welt zu beherrschen, können wir eigentlich den Weltfrieden sichern. Natürlich ein bisschen egozentrisch gedacht, aber wir recht haben sie. Ja, das ist interessant. Weltfrieden kann es im Prinzip nur geben, mit der übergeordneten Autorität. Ja, mit einem Gewinner im Prinzip, ja. Oder man müsste ein faires System finden, mit dem alle sich in der Weise abfinden können. Also. Aber selbst wenn man in, ich sag mal, ziemlich fairen Systeme reinguckt, die Demokratie zum Beispiel, da gibt es immer noch viel dran auszusetzen. Ja. Übrigens, jetzt habe ich auch gecheckt, dass wir in keinem Kloster sind. D?
Der Hort. Huiuiui. Spooky. Ich habe übrigens jetzt die ganzen Frauen in meinem Studiengang gefunden. Also die sind nicht wirklich in meinem Studiengang. Aber als ich bei dieser Empirik-Sache war in der Vorlesung, empirische Sozialforschung, habe ich gesehen, oh, fast nur Frauen unterwegs. Und Scooby hat es auch gleich verkackt. Das ist nämlich eine Vorlesung, wo ich dir erzählt habe von diesem Online-Test, den man machen kann als Studienleistung. Ja. Der zählt aber scheinbar nur für die Leute, die Monopolitikwissenschaften studieren und diese fächerübergreifenden und die Sozialforscher, die bei uns sitzen und so, die müssen richtig eine Klausur schreiben, das wusste ich nicht. Als jemand da richtig genau nachgefragt hat, worum es da ging, musste Scooby einfach die Frage stellen, wer ist dieser Vogel? Und die komplette Reihe vor mir, voll mit Mädels, hat sich wütend umgeguckt und mich strafend angeguckt. Und ich dachte, na, oh, fuck. Aber kein Problem. Böser Scooby. So, wo ist mein Restding? Das ist es nicht. Aber wir haben das Gildending ja gar nicht. Doch! Hä? Sind wir hier noch in der alten Gilde? Kettenbildschlag ist auch nicht. Ich mach das. Wir sind noch in der alten Gilde. Geisterahn, das ist es. Puh. Okay, ich brech ab. Auch keiner online in der Gilde. Also, solange es Ungerechtigkeit gibt, ist auch der Weltfrieden nicht gesichert, das ist so richtig. Ja. Wir hatten ja schon mal das Pulverfass Europa. Ja, man kann es höchstens bis zu Spannungen bringen. Wollte ich auch sagen, auf nationalstaatlicher Ebene, wenn die Welt so gegliedert ist, kann man den Frieden nicht gewährleisten, weil die Ressourcen einfach ungleich verteilt sind von der Natur, beziehungsweise die Grenzen wurden suboptimal gezogen, was das angeht. Und auf Weltregierungsebene kann man die Ressourcen nicht gleich verteilen. Weil es auf der Welt zu viele Unterschiede einfach gibt. Ja, ist vielleicht auch so der Gedanke dahinter falsch, dass man von so einem kommunistischen Gedanken ausgeht, dass man das alles zwangsweise gerecht machen muss. Ja. Und im Prinzip ist das vielleicht falsch. Weil wenn das unter den Menschen schon nicht funktioniert, funktioniert das auf Staatenebene erst recht nicht. Ja. Und da muss man irgendeinen Gedanken finden, auf staatlicher Ebene, der so im Prinzip wie ein freier Markt funktioniert. Und ich meine, ich habe nichts dagegen, so Staaten zusammenzuschließen und so. Das könnte sogar diesem Weltfrieden wieder einen Schritt näher kommen. Wenn man so bedenkt, wenn es dann diese amerikanische Allianz da geben soll, dann haben wir EU, haben wir die PAC, die Afrikanische Union, also Stuff. Das wird den Weltfrieden schon ein bisschen stärken wieder. Oder auch nicht, auch weil man kein Afrika nicht mehr hat, was man ausbeuten könnte. Bitte nur, wenn alle gleich stark sind. Ja, das erhoffe ich mir eben von sowas, dass sich
das nicht mehr so weit gesplittet ist einfach. Weil die, so eine amerikanische Union, weißt du, da kommt nicht viel mehr Drohpotenzial hinzu. Ja. Bei Europa, da haben wir ja quasi schon unseren Verein. Bei einem bei einer asiatischen Union glaube ich auch nicht, dass zumindest militärisch da noch viel Druckpotenzial sich erhöhen würde. Das glaube ich schon. Also nicht unbedingt erhöhen, aber es ist niemals gebalanced. Die stehen da überall über der ganzen Welt. Wenn ihr das mal vorstellt, wenn Russland dazu zählt. Nee, Russland hätte ich alleine gezählt. Die machen ihr eigenes Ding gegen. Ja, ich meine, sie wissen Russland, also. Du weißt, du kannst denen auf Dauer eh nicht vertrauen, solange du eigene Interessen hast. Und früher oder später machst du dich sowieso kaputt. Ja, true. Aber wenn du das mal vorstellst, eine Union, Indien, China, Russland und Japan. Toll impossible, dass irgendwer da noch was gegen machen kann. Das ist so ein Ding, da schließt du dich besser an. Ob als Sklave oder Gleichberechtigter, da sollte man nicht mal mehr drüber nachdenken. Aber da sind wenigstens wieder ganz viele Erbfeinde mit untereinander. Das stimmt, deswegen dürfte es mit der Union noch dauern. Das hätte man in Europa auch gesagt, aber gucken wir uns an. Da kam ja auch, ich möchte jetzt Amerika nicht heroisieren, aber quasi eine erhöhte Autorität, dadurch, dass Besatzungstruppen waren. Und der Rest so kaputt war, dass sowieso nichts mehr zu melden hat. Ja. Das war deswegen, glaube ich, ein Einzelfall. Bei China hätte es vielleicht fast auch so passieren können, als wir noch den Kaiser hatten, als China so aufgeteilt wurde zwischen europäischen Mächten. Aber es hat sich dann doch alles anders entwickelt. Und dann hat man Japan Waffen gegeben und dann kamen die auch noch und ach, ich weiß. Man hätte den Samurai niemals Schusswaffen geben dürfen. Das kam alles anders. Tricky, tricky. Sonst gab es einfach nicht so einen Fall, wie es jetzt in Europa war. Ich stell dir vor, Frankreich wäre plötzlich so stark. Ich glaube, dann gäbe es auch unser heutiges Europa nicht mal ansatzweise was. Jetzt stellen sich natürlich viele Leute die Frage, wie soll Frankreich denn erstarken? Ja. Weiß ich auch nicht. Ja, gibt im Prinzip ja nur zwei Wege, wie so eine. Oder drei. Ja, so einen aufgezwungenen Frieden durch so einen erzwungenen Kommunismus auf Staatsebene im Prinzip. Mhm. Der zweite wäre ein Mächtegleichgewicht, so wie der Mutual Assured Destruction. So, dass keiner Krieg führt, weil er weiß, dass die anderen genauso stark sind im Prinzip. Ja. Das wäre dem freien Markt schon recht ähnlich, dass jeder danach strebt, besser zu werden, damit er irgendwann angreifen kann und der andere muss nachziehen, damit er eben nicht angegriffen wird. Aber das wäre nur dem Krieg förderlich und nicht unbedingt der Zivilwirtschaft. Oh ja. Und die dritte Möglichkeit wäre, eine übergeordnete Instanz zu haben, die nicht wirklich eine Regierung ist, sondern im Prinzip eine Polizei oder eine Weltarmee oder so, keine Ahnung, ja, sowas wie eine Polizeieinrichtung, die dafür sorgt, dass wirtschaftlich alles freier Markt ist. Ja, jeder kann danach streben, wie er will und es darf nur keinen Krieg geben. Und da würden sie dann einschreiten. Sozusagen wie bei uns die Polizei. Kannst du machen, was du willst, solange du dich im Rahmen der Gesetze hältst. Und da müsste man auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Ich sehe da das Problem. Selbst wenn man es einmal schaffen würde, so eine Weltarmee zu implizieren, dadurch, dass die Welt schon so lange so nationalstaatlich geordnet war, dass das insofern brechen kann, dass man irgendwann vielleicht zwei, drei Lager hat und alle ihre Soldaten nach Hause und die Soldaten auch freiwillig gehen, weil es wäre ja wahrscheinlich dann so geregelt, dass sie wirklich auch einem internationalen Kommando unterstehen.
Die Frage ist dann immer, was das genau für Leute sind. Die Polizei oder Daten? Weil man kriegt das erstmal verdammt lange Zeit, denke ich, nicht aus dem Kopf. Die werden dann trotzdem noch sagen, ich bin US-Soldat, ich komme aus Südafrika und so, weißt du? Die sehen sich dann, glaube ich, ziemlich lange nicht als so Weltmenschen. Ja, das ist richtig. Das denke ich auch. Das ist so die kritische Phase, die man überstehen muss. Dass Nationaldenken weg ist. Wobei das in dem System wahrscheinlich nie weggehen wird. Weil man keine Regierung hat. Ne? Eben. Die Frage ist, wenn man so eine Weltarmee aufstellt, ob man eigentlich zwangsläufig auch eine Weltregierung braucht. Man bräuchte schon ein Weltparlament, aber ob es eine Regierung jetzt hier ist? Okay, sagen wir nicht Weltregierung, sagen wir Weltstaat. Denn eine Form von Staatlichkeit muss dann, denke ich, zwangsweise geben, rein schon wegen Aspekten der Gewaltenteilung und so. Meinst du? Würdest du die Europäische Union als Staatsinstrument sehen? Also, dass das so ein Staatsding ist? Weil es hat auch alle drei Gewalten. Also ich sehe es eigentlich schon so. Es hat staatlichen Charakter. Es hat staatlichen Charakter, das stimmt. Und allein deswegen mag ich schon nicht. Ich auch nicht. Das steht und fällt vielleicht damit, ob man eine Weltverfassung sozusagen baut. So wie die Europäische Verfassung, die sie jetzt auf Lissabon eingeschmuggelt haben. Ja, man muss ja auch sagen, es gibt schon Elemente, die das zumindest ermöglichen. Ne? Völkerrecht, allgemeine Erklärung der Menschenrechte würde ich auch dazu zählen. Und das sind alles so Dinge, auf die man sich schon einigen konnte quasi. Ja, das sind die Weichen gelegt. Völkerrecht ist der kleinste gemeinsame Nenner. Ja, also wenn sowas demokratisch entschieden wird, der Beitritt sozusagen, dann wäre ich da ja auch nicht abgeneigt. Aber so wie in Europa, selbst wenn sie schon in Europa im Prinzip erzwingen müssen. Wobei Europa ja die Demokratieregion schlechthin auf der Welt eigentlich ist. Wo man das zumindest meinen müsste. Ja. Man muss ja auch so sehen, überall auf der Welt wird gekämpft, dass es freie Wahlen gibt. Weißt du? In Deutschland gibt es freie Wahlen und keiner gesehen. Ja, traurig. Die Frage ist, von wem traurig? Von der Regierung? Nein, nicht von der Regierung. Von dem System oder von den Menschen? Ich glaube, es ist traurig vom System, das nicht hinkriegen, die Menschen zu motivieren, und traurig von den Menschen, dass sie nicht motiviert sind. Ja, denke ich auch. Wir haben zwar freie Wahlen, aber wir haben keine, die wirklich was bringen. Ja, Beispiel Bremen war es, glaube ich. Die haben die letzten Jahre eigentlich immer SPD gehabt und in jeder Legislaturperiode einen anderen Koalitionspartner. Und das war immer scheiße. Und dieses Jahr war die Wahlbeteiligung berüscht gering. Ja, das sehen das wohl, ja. Oder vor 2 Jahren, glaube ich. Es ist, also wenn es den Leuten nicht so richtig lebensgefährlich schlecht geht, sag ich mal, dann sind die auch nicht damit, werden die nicht zufrieden sein. Also wie bei uns sozusagen. Ich sag mal so, uns geht's nicht richtig scheiße. Nee. Uns geht's so gut, dass die Leute nicht aufstehen, nicht erheben müssen. Eben. Und im Prinzip, dadurch entsteht auch keine echte Opposition. Weil jeder macht so den gleichen Einheitsbrei. Keine außerparlamentarische Opposition, ne? Ja. Und im Prinzip ist immer egal, wenn du wählst. Weil es sind nur kleine Unterschiede. Und im Großen und Ganzen machen sie viel Mist, aber nicht so riesig problematisch. Ja.
besonders die Koalitionsidee macht es dann schon wieder, dass es den Politikern passt. Die Politiker bei uns sind ja auch nicht mehr da, weil sie das Volk repräsentieren wollen, sondern einfach nur da, weil sie drin bleiben wollen in der Politik. Eben, ja, das ist auch so ein Ding. Der Zweck dient dem Zweck einfach nur. Ja, bei uns sind kleine Schritte nötig, um was zu verändern. Wollen wir mal Schluss machen? Ja. Bevor unser Kopf explodiert. Oh, ich freue mich noch was. Wie cool ist eigentlich jetzt dieses Schiff? Das ist ein Partyschiff. Na, ich hatte es anders in Erinnerung, ist nicht so das Partyschiff. Aber man könnte ein Partyschiff draus machen. Gib mir einen Pinsel und. Ja. Und eine Hagenutte, Butter. Hier sind Leute, die einem freundlich gesehen sind. Ich gehe aufs Schiff. Cockpit. Sind wir eigentlich noch auf Sendung? Ja. Da muss ich noch kurz einwerfen. Solltet ihr darüber nachdenken, warum es einen Sonderausschuss gibt, der über den EFSF-Beitrag Deutschlands entschieden hat, mit Ausschluss der Öffentlichkeit. Und einer Schweigepflicht der Abgeordneten, die da mit drin waren, gegenüber anderen Abgeordneten. So. Interessant. Sogar gegen anderen Abgeordneten. Yep. Abgefallen. Ich meine, wo ist die Idee davon, dass so eine Riesensache nicht vom Gesamtparlament ausgearbeitet wird? Ich meine, entschieden wird es ja noch vom Gesamtparlament. Aber warum wird es nicht vom Gesamtparlament ausgearbeitet? Ah, da ist so eine Diskrepanz auch in Europa. Haushalt ist ja eigentlich immer Sache der Legislative. Das ist das Hoheitsrecht des Parlaments. In Europa ist es ja nicht so. Das Parlament entscheidet darüber nicht. Und das sieht man daran. Wo ist das Gasthaus hier? Wo ist die Polizei? Wo ist das Parlament? Da ist ein Kran. Ist noch ein Kran. Ich bin im Wasser übrigens. Boah. Das Ding hat ja unter Wasser Auspuffe. Oder hat es einen Auspuff mit mehreren Auspuffrohren? Oder sagt man Auspuffer? Auspuffer hätte ich jetzt Bock. Ich habe ein Gasthaus gefunden. Nein. Und ich habe ein Quest gefunden. Das ist aber nicht im Gasthaus, aber von dazu zu erkennen. Oh, nee, doch, ist keine Treppe, ist nur eine kaputte Wand. Oh. Ich komme, muss ich da hoch? Ich komme zu diesem purpurnen Teppich. Oh, warte, ich lade dich in eine Party ein, das ist eine gute Idee. Ich hab den Teppich. Oh, hallo. Hier geht's lang. Oh, Leute. Das ist eine geile Bude. Ja, nur dass die Betten hier so im Gemeinschaftssaal sind, das ist ein bisschen komisch. Ja, bei denen ist ja alles irgendwie persönlicher. Oh, hallo. Man wundert sich, was sie hier treibt. Ich glaube, sie steckt mit ihrer Hand in der Flasche fest. Die arme Frau. Seit Jahren schon. Und mit all ihrer Technik können die Gnomen-Kobolde hier, wie heißen sie? Gnome und Goblins. Ich kann nichts dran erinnern. Es gibt Gnome und es gibt Gnomen-Kobolde. Was ist denn ein Gnomen-Kobold? Die Perversion eines Gnomes. Komm mal. Du musst dir natürlich genau das Bett aussuchen, das direkt angeleuchtet wird. Aber ich bin dabei. Nein. Ach, falsch, oder? Whatever.